Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video beantworte ich euch die am häufigsten gestellten Fragen zum Unternehmensstandort Rumänien. Tritt man als Geschäftsführer einer rumänischen Firma irgendwo in Erscheinung, beispielsweise im Handelsregister? Das Handelsregister ist nicht öffentlich zugänglich. Geschäftsführer und deren Namen können nicht von Suchmaschinen ausgelesen und so veröffentlicht werden. Der Geschäftsführer bleibt anonym. Außerdem muss der Geschäftsführer nicht zwingend im Impressum einer Website bei der Firmenangabe ausgewiesen werden. In Deutschland und Österreich gibt es das Problem mit Abmahnungen. Wie sieht es da in Rumänien aus? Abmahnungen oder dass wegen nicht nennenswerter Rechtsverletzung Briefe vom Anwalt ins Haus flattern, sind ein Phänomen aus Deutschland und Österreich. Wir und unsere Mandanten sind seit Jahren in Rumänien mit entsprechenden Firmen angesiedelt. Ungerechtfertigte Abmahnungen, um Kasse zu machen, werden von uns ignoriert. Bis dato hat noch keine Gegenseite den nicht einfachen Rechtsweg in Rumänien in weiteren Instanzen verfolgt. Kurzum, Abmahnungen sind in Rumänien nicht üblich. Es herrscht kein Konkurrenz-Ausschalten-Denken wie in Deutschland. Vielmehr Solidarität und kaum Neid. Gewisse Bereiche oder Produkte in Deutschland und Österreich haben sehr hohe Hürden aufgrund von Verordnungen oder sind gar nicht zulässig. Wie sieht es da in Rumänien aus? Aus Erfahrung können wir sagen, Rumänien ist in dieser Hinsicht sehr liberal. Es herrscht in gewissen Bereichen auch Bürokratie, jedoch keine kostenintensiven Verordnungen, die bei Nichteinhalten schnell zu einem finanziellen Desaster werden können. Viele Bereiche wie Kurzzeitvermietung, Adult und Gewinnspiel mit Auflagen, um ein paar Beispiele zu nennen und zu verdeutlichen, wie liberal Rumänien ist, sind vollkommen legal. Die Personalkosten in Deutschland und Österreich sind erdrückend. Wie sieht es da in Rumänien aus? Rumänien beherbergt sehr gut ausgebildetes Personal im IT-, Finanz- und Ingenieurssektor. Fast alle Rumänen der jüngeren Generation sprechen sehr gutes Englisch, auch aufgrund der Tatsache, dass sehr viele einmal in Großbritannien gejobbt haben. In gewissen Regionen Rumäniens wird sogar Deutsch gesprochen. Durch Einstellung eines oder mehrerer Angestellten schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Man baut Substanz auf und rutscht von 3% Körperschaftssteuer bis auf 1% Steuer herunter. Der durchschnittliche Netto-Monatslohn beträgt in Rumänien gerade einmal 400 bis 600 Euro. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Sollte das Thema Firmengründungen oder Steuern sparen für dich von Interesse sein, so freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme. Weitere Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung.